Leute, ich begrüße euch hier auf Weibers Meerwasser zu einer neuen Produktvorstellung. Ja, selten, aber es kommt dann schon mal wieder vor. Und zwar geht es sich heute um NO3 Redukt bzw. das Produkt von Aquamedic, NO3 Redukt Nitrat und Phosphat Control. Ja, wurde mir zugeschickt mit der Aussage, du weißt schon, wie es geht, schau es dir mal an. Und ich habe es mir angeschaut und wusste auch sofort, worum es geht. Es ist im Prinzip nichts anderes, wie ich in meinem Video erklärt habe, hier Nährstoffkontrolle leicht gemacht. Könnt ihr mal in den Playlists gucken. Das Produkt ist im Prinzip ein auf organische Verbindungen basierender Kohlenstoffträger, der dafür da ist, um unseren Nitrifikationskreislauf ein bisschen in Schwung zu bringen, beziehungsweise die Bakterien, die diesen Kreislauf bilden, in Schwung zu bringen. Schauen wir uns das Ganze erstmal an. Ich habe es schon aufgemacht, ich habe es auch schon vorbereitet. So kommt es daher. Also wir haben eine Halterung, wir haben eine entsprechende Spritze zur Dosierung. Das habe ich übrigens schon angeklebt, das ist normalerweise nicht daran. Und wir haben eine Bedienungsanleitung. Letzteres habe ich mir schon durchgelesen, damit ich auch weiß, worum es hier geht. Das Ganze ist hübsch blau. Ne? Blau macht glücklich. Wir haben Warnhinweise drauf. Warnhinweis zum Beispiel enthält Ethanol, MEK, vergällt. Mit letzterem kann ich nicht viel anfangen. Aber es ist definitiv ein Kohlenstoffträger, wie wir ich sag's mal, die erfahrenen Aquarianer in unterschiedlichen Möglichkeiten sonst noch einsetzen. Das muss ich gerade eben so da. Hier ist die Firma Aquamedic hingegangen und hat einen solchen Kohlenstoffträger, ich sag jetzt mal, gebrauchsfertig hingestellt und hat uns auch die entsprechenden Dosierangaben gegeben, damit wir damit umgehen können. Und komischerweise sind die Dosierangaben exakt genauso, wie ich mit meinem Material umgehe. Und zwar soll es maximal, das ist ganz wichtig, 2 Milliliter pro 100 Liter Aquarienwasser am Tag sein. Das heißt also, ich habe da hinten ein Gesamtsystem von 600 Liter, macht dann insgesamt 12 Milliliter von dem guten Zeug hier am Tag. Grundsätzlich gehe ich ja hin und setze das nur ein oder setze solche Mittel ein, um meine Abschäumung zu verbessern, beziehungsweise den Nährstoffe etwas weiter runterzukriegen, wenn ich sag mal, irgendwelche Probleme im Becken habe. Ich habe falsch gefüttert, ich habe zu viele Fische, zu wenig Korallen. Okay, letzteres empfällt. Aber ich sag mal, meistens ist das Problem, ich habe entweder zu viele Fische oder ich habe falsch gefüttert oder zu viel gefüttert. Dann erhöhen sich natürlich meine Nährstoffwerte und dann kann ich so hingehen und so ein Produkt als Unterstützung einsetzen. Meine Philosophie, ganz wichtig. Das ist nichts, was der Hersteller jetzt vorgibt. Das ist mein persönliches Empfinden, weil wenn ich ein Gesamtsystem habe, dann muss es auch so laufen, ohne dass ich jetzt zusätzlich Mittel hinzugeben muss. Muss ich was hinzugeben, damit meine Abschäumung besser funktioniert, dann ist laut meinem Empfinden irgendwas im System falsch gelaufen. Dann habe ich falsche Verhältnisse zueinander. Was ganz wichtig ist, wenn ich sowas einsetze, dass ich meine Abschäumung dementsprechend darauf einstelle. Das heißt also, auch wie ich es damals im Video gezeigt habe, ich stelle meinen Abschäumer nasser ein, um mehr Material aus dem Becken herauszuziehen. Es ist im Prinzip so, dass dieses Produkt hingeht, und oder dass der Kohlenstoff, der hier drin ist, hingeht und unsere Bakterien, die wir im Wasser haben, zur Vermehrung anregt. So, diese Bakterien gehen hin und nehmen zu Teilen Nitrat und Phosphat auf, als Futter selber. Und einerseits werden diese Bakterien abgeschäumt, andererseits dienen sie aber auch gleichzeitig unseren Korallen als Futter und werden über die Polypen aufgenommen. Also sprich, wir füttern gleichzeitig einerseits ein bisschen unsere Korallen damit und somit kann eine Verbesserung der Farben und des Wachstums im Becken natürlich auftreten. Ja, es ist im Endeffekt so, dass man, dass viele sagen, ja, toll, also eine Spritze muss ich jetzt von Hand machen. Kann man. Man kann aber auch hingehen und das Ganze verlängern bzw. dosieren.
Und zwar soll es dafür dementsprechend mit Osmosewasser 1:1 verlängert werden. Und ich muss gerade eben mal schauen, ich habe mir das hier aufgeschrieben. Es darf nicht in verschiedenen, in irgendeinem Moment, genau, darf nicht in Behälter aus Acryl reinpacken, weil sie dieses Acryl nicht angreift. Glas, PET, Polypropylen und Polyethylen, diese Behälter sind dann dafür geeignet, wenn man es dosiert. Ja, also ganz wichtig, wer Acrylbehälter hat, in irgendeiner Form dieses Produkt da nicht reinpacken, weil das greift das Glas an. 1:1 dementsprechend das Ganze mit Osmosewasser verlängern, also sprich macht aus diesem halben Liter 1 Liter und somit dann auch die Dosierung verdoppeln aus 2 Milliliter pro 100 Liter, dann 4 Milliliter pro 100 Liter machen, hat im Endeffekt den Hintergrund, dass man da eine Art Sicherheit sich mit einbaut, weil wenn ich, wie gesagt, also ich arbeite grundsätzlich mit exakt der gleichen Dosierung. Ich will das System nur unterstützen. Wenn aber zu viel von dem Material reinkommt, von dem Kohlenstoff, dann kann es, ich sag das mal, unter Umständen zu einer Bakterienblüte kommen. Diese Dosierung von 2 Millilitern ist in meinen Augen und aus meinen Erfahrungen unproblematisch. Wenn man diese Dosierung überschreitet, kann es zur Bakterienblüte kommen und dann kann mein Becken dementsprechend kippen. Was mir auch noch eingefallen ist, was ich vergessen habe zu sagen und darauf hinzuweisen, ist, dass wenn ich das Ganze über eine Dosieranlage dosiere, wie eben schon beschrieben, also sprich verlängern in entsprechend geeigneten Behälter rein, dann muss ich auch grundsätzlich hingehen und regelmäßig meine Dosieranlage nochmals überprüfen, also sprich kalibrieren, nachschauen, dass auch die eingestellte Menge stimmt, damit ich auch nicht wirklich zu viel davon dosiere. Es ist im Endeffekt so, dass, ich sage jetzt mal, ein Milliliter mehr jetzt nicht zur Bakterienblüte führt, also so ist es nicht, aber auf Dauer gesehen kann eine Überdosierung dann dementsprechend zu einer Bakterienblüte führen. Da wollte ich nochmal darauf hinweisen, das ist eine ganz wichtige Sache, haltet das im Auge und schön brav an die Dosierung des Herstellers herhalten, dann ist das auch soweit, auch aus meiner Sicht, in Ordnung. Was auch ganz wichtig ist, dass man seine Nährstoffe beim Einsatz von solchen Mittelchen im Auge behält. Ja, ich habe da hinten zum Beispiel auch schon meine Wassertests gemacht, Nitrat und Phosphat, blende ich euch mal kurz ein und bin auch zu dem Schluss gekommen, dass ich mal wieder was tun könnte, um meine Nährstoffwerte ein bisschen runterzuziehen. Das Nitrat ist sowieso am Anschlag der Messskala von dem Test und das Phosphat liegt bei 0,08, also Nitrat liegt über 4. Und ja, grundsätzlich, wenn ich solche Mittel einsetze, hingehen und regelmäßig messen. Dass wenn ich dann, der Hersteller sagt jetzt hier, einen Nitratwert von 1 erreicht habe, sollte ich definitiv damit aufhören. Und einen Phosphatwert von 0,05. Mein persönlicher Range liegt bei 2 und 0,05, aber das bleibt dann jedem selber überlassen. Fakt ist, setzt sich so ein Mittel ein, achtet auf eure Nährstoffe, das ist ganz, ganz wichtig, damit es nicht in die Limitierung reinläuft und im Endeffekt ihr das Material aus dem Wasser rausholt und eure Korallen haben dann nichts mehr zu futtern und ihr wundert euch, warum die weiß werden. Also ganz, ganz wichtig, immer ein Auge drauf haben, wenn irgendwas verändert wird, wenn irgendwas an Mittelchen eingesetzt wird. Ob es jetzt, wie gesagt, hier die Unterstützung der Bakterien ist, damit man besser die Nährstoffe rauskriegt oder was auch immer anders. Immer wenn ich was verändere im Becken oder versuche zu verändern, halte ich mein Auge darauf und höre dann dementsprechend mit den Zugaben auf, wenn das Ganze dann erreicht ist. Ja, ich habe bisher Hausmittelchen genommen. Was das war, könnt ihr gerne in meinen Videos nachschauen. Was ich aber, wie gesagt, gut finde, ist, dass die Firma Aquamedic wirklich ein gebrauchsfertiges Produkt jetzt auf den Markt gebracht hat und sagt, diese Dosierung, die draufsteht, wenn man die einhält, dann ist man im sicheren Bereich. Ganz wichtig, dass man auch diese Dosierung einhält. Also viel hilft nicht immer viel. Ganz, ganz wichtig. Ja? Bei einer Überdosierung
wird es ganz, ganz fies, wenn man eine Bakterienblüte kriegen sollte. Ja, genug gequatscht. Ich habe auch wieder viel zu viel drumherum erzählt. Ich werde es, warum packe ich es ein? Ich brauche es gleich sowieso. Ich werde dieses Produkt definitiv testen und werde euch darüber berichten, ob es den gleichen Effekt hat, beziehungsweise in welcher Form das Ganze so funktioniert. Ich werde es nicht dosieren, ich werde es von Hand, also nicht dosieren über meine Dosieranlage, sondern ich werde es von Hand nehmen, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich A, keinen Kanal mehr frei habe, und zum Zweiten habe ich somit eine bessere Kontrolle. Das, wenn ich dann das mal vergessen sollte, ist nicht schlimm. Sollte ich aber vergessen, eine Dosierung bzw. meine Dosieranlage zu deaktivieren in dem Kanal und es läuft dann immer weiter, dann habe ich Pech gehabt. Also ich selber gehe hin und bin derjenige, der sowieso das Ganze lieber dann von Hand dosiert. Dann habe ich es besser unter Kontrolle erstmal. Ich schiebe gerade eben noch mal was zwischen, was mir eben durch die Lappen gegangen ist. Und zwar hatte ich mich ja unter anderem auch gefragt, oder habt ihr euch wahrscheinlich auch gefragt, wenn ich das Ganze jetzt von Hand dosiere, wie komme ich da bis unten rein? Da hat Aquamedic auch eine gute Lösung für gefunden, kannte ich so auch noch nicht. Ich kann die Spritze hier oben aufsetzen, kann das Ganze auf den Kopf drehen und dann dementsprechend meine Menge aufziehen, ohne dass mir was tropft, pack es wieder zurück und kann es dann an die entsprechende Stelle im Aquarium dosieren. Wichtig an der ganzen Sache ist, dass das Ganze nicht direkt beim Dosieren mit Korallen oder Fischen in Verbindung kommt. Also an eine gute bestimmte Stelle einbringen oder, so wie ich das mache, ich bringe es im Schacht ein. Und somit hat es auch Zeit, sich da unten zu vermischen und seine Wirkung zu tun. Man kann es ins Hauptbecken einbringen. Ich selber, wie gesagt, vertreibe die Philosophie, dass es in den Schacht kommt. Aber das bleibt da jedem selber überlassen. Wichtig, wie gesagt, ist, dass es halt nicht direkt mit den Tieren in Berührung kommt. Also sprich, wenn ein Fisch dran vorbeischwimmt, nicht direkt auf den Fisch spritzen, ne? Zum Beispiel. Oder auf die Korallen. Gut, geht weiter im Programm. Ich würde sagen, das war's zur Produktvorstellung von NO3 Relukt. Alles Weitere erfahrt ihr bei mir im Tagebuch. Da werde ich definitiv über dieses Produkt weiter berichten. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Solltet ihr diesen Kanal noch nicht abonniert haben, abonniert ihn bitte, macht die Glocke an und dann kriegt ihr auch mit, wenn ich wieder mal was raushaue. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Bis zum nächsten Mal, ich zähle auf euch. Euer Weiber, ciao!